Moin Leute, heute mit Neuigkeiten über Call of Duty Black Ops Cold War. Ihr könnt morgen gegen 5 Uhr den Download starten für die Open Alpha. Ja, richtig gehört, morgen erscheint dann ein Preload. Könnt ihr schon mal runterladen, die 30 GB für die Alpha. Mit dabei werden ein paar kleinere Modi, ein paar Waffen, Operator und ja, ein paar coole Karten, die ihr probieren könnt. Natürlich, morgen werdet ihr preloaden können ohne PlayStation Plus, bedeutet ihr braucht kein Geld dafür investieren. Und am Freitag könnt ihr dann durchstarten gegen 19 Uhr mit der Call of Duty Cold War Alpha. Mit dabei werden kleinere Karten, eine Menge coole Operator, Waffen und natürlich auch ein paar Modi. Welche genau, kann ich unten nochmal auflisten, die werden eventuell noch hier geändert. Aber dafür ohne Bodenkrieg, bedeutet keine Panzer, kein Helikopter und keine Boote, die dann nerven. Kleinere Karten, normal Call of Duty Multiplayer, wie wir das alle lieben. Ich bin darauf total gespannt und bin natürlich am Freitag 19 Uhr live für euch mit Call of Duty Cold War. Und ja, wegen der Vorbestellung, wenn ihr da vorbestellt habt, könnt ihr natürlich dann auch die Beta am 8. Oktober durchstarten. Für andere Plattformen ein paar Tage später, kann ich gerne nochmal Datum unten auflisten für euch, wenn ihr darauf Bock habt. Aber einen Nachteil hätte die PlayStation noch immer, auch wenn man immer wieder Vorrechte hat. Die PlayStation 5 erscheint ein paar Tage später, am 19. November. Bedeutet, wenn ihr gerade am ersten Tag durchstarten wollt, mit der bestmöglichen Leistung und Qualität, dann bräuchtet ihr die neue Xbox, weil die PlayStation halt ein paar Tage später kommt. Naja, warum auch immer, aber 500 Euro, gleicher Preis wie für die Xbox. In etwa die gleiche Leistung, nur ein bisschen schwächer. Und die PlayStation 5 hätte dann noch mal eine andere Edition ohne Laufwerk. Wäre aber im Nachhinein auch teurer, wegen den Spiele-Download im Online-Shop. Aber naja, wie auch immer, weitere Neuigkeiten natürlich auf meinem Kanal immer. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dranbleiben. Ich hätte hier noch für euch ein klein wenig Call of Duty Cold War Kampagnen-Gameplay. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne dranbleiben, gerne eure Bewertung unten abgeben in den Kommentaren. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Und dann an den Punkt, ja Leute, haut rein, gönnt euch Gameplay und bis zum nächsten Video. Kasim is out of the picture. How long before we get Arash? The team arrived in Turkey a few hours ago. They should be in position shortly. Airfield's just up ahead. Let's go find this shithead. Priority is to ID Arash before things go hot. Coming truck, left side. Arash might be in the truck. I can't make out his face yet. I don't want them. The fuck? He just iced everyone in a truck. That's gotta be Arash. Hold fire. We need a positive ID. That's our man. Take him out.
Pre-order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare and Warzone.